Jo, jo, Leute, so, da sind wir wieder. Eben hatte ich ja gegen Odion gekämpft. Halt ein Realspieler, der hinter dem Charakter stand. Und ja, da ist ja, glaube ich, auch, das ist Odion, ne? Ja. Ja, ich kenne Yu-Gi-Oh! Nicht so gut. Ich hatte mal so ein paar Karten und habe das mal mit so, ja, Jugendlichen gezockt. Daher habe ich ein bisschen Erfahrung, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich will jetzt nochmal einen richtigen Fight haben, weil Odion hatte ja aufgegeben. So, und ich möchte nochmal gerne hier euch auch eben einen Fight zeigen, wo man Moves hat, wo man Kombination hat. Und ich hoffe, dass jetzt ein Gegner kommt, erscheint, der bereit ist, bis zum Ende durchzufighten, also ohne aufzugeben. Na, egal, ob ich verliere oder gewinne. Es geht darum, dass ich hier ein bisschen was zeige. Jetzt mal gucken, anfängt. Okay, ich bin Zweiter. Der Joy fängt an. Okay, das ist schon mal auch gut für mich. Habe eigentlich genug Kreaturen, die auf Wiese gut spielen können. Okay, ich habe aber jetzt gerade, sehe ich gerade, nur mein Summon. Ich habe kein Monster. Ich hoffe auf meine Karten. Das ist doch gut. Der hat gut. Was hat der da aktiviert? Alle Monster-Typ-Krieger, die du kontrollierst, erhalten 200 Attacke. Okay. Ja, sowas können wir aber auch bieten. Dann fangen wir mal an. Also ich setze mal die hier. So. Dann wollen wir auch mal ein bisschen was bieten hier. Wollen wir auch gleich mal was bieten. Krieg ich auch 200 mehr. Legen wir gleich ganz dick auf am Anfang hier. Kann sein, dass er es zerstört alles. Aber das gehe ich jetzt ein. Ich will jetzt auch ein bisschen was demonstrieren halt. Ein bisschen zeigen, dass man hier was kombinieren kann. Kann sein, dass er eine Fallenkarte hat, die mich gleich alles kostet. So. Ja. Ein toller Effekt. Was kommt jetzt? Okay, das ist nicht schlecht. Allerdings musst du dafür erstmal eine Karte liegen haben. Ich kenne die ganzen Effekte nicht, deshalb lasse ich mich immer so ein bisschen überraschen. Der konnte mir also eine Karte klauen. Okay. Aber um meinen Drachen zu beschwören, musst du erstmal Kreatur liegen haben. Dann aktiviere ich jetzt erstmal die. Bye bye. Jo. Mal gucken, was er jetzt hat. Okay, was hat er da? Okay. Das hat weh getan. Aber
das ist doch wenigstens mal hier dann ein Kampf, den ich zeigen kann. Na, also ihr seht schon den Unterschied auch zu NPC vorher, zu Yu-Gi-Oh! Video. Also wo ich gegen Yu-Gi-Oh! Angetreten bin. Das sind ganz andere Verhältnisse hier. So. Ach, die 500 bringen mir auch nicht viel. Naja, können wir ihn noch ein bisschen wehtun hier. Das Ding ist, wenn er die jetzt angreift, tut er sich einmal weh. Beim zweiten Mal werde ich wahrscheinlich Game Over sein. Es sei denn, er greift mit denen an, dann habe ich noch 100 zum Leben. Ja. Das werde ich verlieren, Leute. Ja, da sehe ich keine große, rosige Welt mehr für das Game, aber ja. Das ist wenigstens bis zum Ende dann durchgespielt, ohne aufzugeben. Ich könnte jetzt auch aufgeben. Also hier oben kann man dann anklicken bei dem Bereich und dann auf rote Flagge drücken. Das werde ich aber wie gesagt nicht tun. Ich werde hier bis. Das ist mein Drache, den er beschworen hat. Jetzt tut er sich noch mal ein bisschen weh. Ja. Verbindung verloren. Das ist übel. Aber er wird gewonnen haben. Gehen wir jetzt mal durch, dann seht ihr das hier mit. Oh, da gab es ja nicht viel. Ne, er wird doch gewonnen haben. Na. Immer noch auf Stufe 2. Niederlage gegen Joy. Okidoki, Leute. Das war jetzt mal ein Fight durchgehend, ja. Gegen Joy, der mich besiegt hat. Wo ich aber auch nicht aufgegeben habe. Leider gab es eine. Ich weiß nicht, wo die Verbindung gehackt hat, ob bei mir oder bei Ihnen. Meine Verbindung sieht eigentlich voll aus. Irgendwo gab es eine Verbindung, Unterbrechung und ja, aber es ist alles geklärt und der Sieger ist Joy und ich habe leider geloost in diesem Battle. Aber so ist das eben mit den Karten. Ja, man muss auch ein bisschen Glück dabei haben. Ja, und eben gutes Kombinieren. Demnächst gibt es noch ein paar Videos, denke ich mal, die ich dann reinmache von Yu-Gi-Oh! Ich werde auch einen Yu-Gi-Oh!-Ordner bei YouTube erstellen, wo ihr dann so kleine Fights von mir sehen könnt. Und dann sage ich, euer Lord Titan.